Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Bitte stellen Sie sich doch erst einmal vor und sagen uns, wo Sie Experte sind. Ja, danke, dass ihr mich eingeladen habt. Ich bin Volker Berghaut, ich bin 31 Jahre alt, komme hier aus Kassel, aus der Nordstadt und bin der Spitzenkandidat der Piratenpartei Hessen für die Bundestagswahlen. Und bin schon seit 2009 Pirat und kann da gerne ein bisschen erzählen, was wir uns so vorstellen. Meine Hauptthemen sind eigentlich so diese Frage Freiheit und Grundrechte. Was darf der Staat von uns wissen? Wo muss sich der Staat raushalten? Dann die Frage, was müssen wir alles vom Staat wissen können? Wie transparent muss unser Staat aufgebaut sein? Und der Bereich Energiewende. Also wie kriegen wir das hin, dass wir jetzt nicht mehr so an fossilen Energiequellen, Kohle und Atom hängen, sondern dass wir halt eine erneuerbare, saubere Energieerzeugung machen können. Warum sind Sie der Meinung, dass das Sitzenbleiben abgeschafft werden muss? Ja, genau. Also da geht es halt um unsere Schulpolitik oder um unsere Bildungspolitik. Und wir finden, dass es da halt ganz, ganz stark auf jeden Einzelnen ankommt. Und wenn jetzt jemand in zwei Fächern eine 5 hat und das da nicht geschafft hat, heißt das ja aber nicht, dass er in den anderen Fächern das ganze Jahr lang nichts gelernt hat. Und insofern ist es eigentlich schade, dass man dann aus seinem Klassenverbund raus muss, aus dem man vielleicht gar nicht raus möchte. Und wir finden halt, es müsste eigentlich möglich sein, dass es so ein Kurssystem gibt, wo man dann halt speziell in, weiß ich nicht, Mathe und Geschichte oder Deutsch und Englisch oder sowas, dass man halt die Fächer, wo man da nicht so stark ist, dass man da nochmal extra gefördert wird im nächsten Jahr, aber dass man ansonsten halt nochmal in der Schule weitermachen kann. Wie stellen Sie sich vor, dass die Schulen in der Zukunft aussehen sollen? Ich glaube, dass die Schulen in der Zukunft noch mehr so ein Kurssystem haben. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man so demokratische Schulen hat, wo die Schüler und die Eltern und die Lehrer so zusammen entscheiden, wie was gemacht wird, irgendwie wie der Schulalltag aussieht, wie das Gelände gestaltet wird, was auf dem Schulhof passiert, auch irgendwie wie das Angebot von AGs ist, dass man da halt sehr viel an den Schulen selber organisieren kann und darf. Ja, und dann die Frage vom Sitzenbleiben, dass man solche Sachen dann verändert, haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Was machen Sie am Wahlsonntag? Am Wahlsonntag gehe ich früh morgens erstmal wählen und dann werden wir wahrscheinlich in Wiesbaden nochmal eine kleine Feier machen und abends dann halt ganz gespannt auf die Ergebnisse warten und gucken, ob es reicht. Weil mit 5% muss ich dann ratzfatz gucken, ob ich irgendwo in Berlin ein kleines Zimmerchen kriege und dass wir uns da ein Büro einrichten, dann müssen wir eine Fraktion machen. Also dann wird es halt für mich richtig spannend. Was ist eigentlich Ihr Beruf? Ich arbeite als wissenschaftlicher Mitarbeiter hier am Fraunhofer Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik und da arbeiten wir daran zu gucken, wie sich die Windenergieanlagen so technisch verändern, wie groß die werden, was da für neue Technologien drin sind, wie die ihren Strom ins Netz einspeisen und machen da so Studien, wie das mit der Energiewende klappen kann. Dann sind wir jetzt fertig mit unseren Fragen. Ja, vielen Dank. Dann war schön bei euch. Danke für die ganzen Fragen und hoffe, hat euch gefallen. Ja. Ne? Viel Spaß weiter im Politikunterricht. Danke. Tschüss. Und tschüss. Tschüss.